Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transporteur 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind in Neu-Dessau. Jawohl, das ist da, wo ganz viele Leute wohnen und unterwegs sind. Wie viele Einwohner haben wir denn? Ja, knapp 600 mittlerweile, das ist schon nicht schlecht. Und hier warten immer noch 192, allerdings da haben wir jetzt dafür gesorgt, dass die auch wegkommen. Wir haben hier weitere Züge gemacht. Was wir jetzt machen, das was ich angekündigt habe, ich möchte früher oder später hier tatsächlich mit dem Flugverkehr arbeiten. Dafür müssen wir jetzt aber erstmal gucken, dass hier außen hier mit diesen Städtchen in Gang kommen. Also die Städte, die für einen Flughafen in Frage kämen. Zum Beispiel Mücke. Mücke wäre doch noch interessant irgendwie. Jemand hat geschrieben, er hasst Mücke. Ja, oder Mücken. Ja, ich auch. Wer mag schon Mücken? Aber irgendwie als Stadtname finde ich das irgendwie nett. Hat denn Mücke hier schon? Nein, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, haben die schon wieder hier irgendwie zu viele Dingens? Nö, das reicht dicke, was wir hier an Fahrzeugen haben. Also, Mücke vergrößern würde heißen. Ja, mal Personenverkehr natürlich, zum Beispiel von Mücke nach Schlingstedt. Mücke hat wie viele Einwohner? Boah, das werden immer weniger. Nach Schlingstedt, aber das Problem ist halt, einerseits müssten wir das anleiern, andererseits hier können wir kein Geld verdienen. Das wird nicht funktionieren. Wie sollen wir das machen, wenn hier halt tatsächlich in dem Sinne keine Passagiere transportiert werden können? krass. 250, ja, vielleicht doch irgendwie so ein Überlandbus. Ein Bus. Rechnet sich das mit einem Bus? Ich meine, es sind Nachbarstädte, das müsste sich schon rechnen. Wir machen das mal folgendermaßen. Wir können natürlich hier theoretisch, also was heißt theoretisch, auch praktisch natürlich, auch mal dafür sorgen, dass sie Güter kriegen. Zum Beispiel hier Baumaterial wäre eine Idee. Warenproduktion ist schon wieder umfangreicher, könnte man auch machen. Wird aber wahrscheinlich hier in der Gegend sogar eher schwierig, wenn ich mich hier so umsehe. Ja, und auch Baumaterial ist jetzt nicht gerade so, dass man das hier irgendwo oder irgendwie in rauen Massen findet. Naja gut, dann würde ich sagen, starten wir mit der Überland-Bus-Dingens. Zack, einmal diesen, Gebäude, Personen, ja, gerne was Kleineres. Müssen wir nicht übertreiben. Und irgendwo im Zentrum. Sagen wir mal hier. Okay, das wäre mal das eine. Und dann haben wir hier ein Zentrum. Das wäre dann das andere. Ja, halten wir hier auf der rechten Seite. Tütüt, gibt es noch neue Busse? Nein, Flugzeuge, wo wir es doch gerade davon hatten. Und hier nochmal EMD-Teile. Die RE446, SOB Voralpenexpress. Schön. Ja, gut, eben. Also gut, das hätten wir ja jetzt. Jetzt ist die Frage, ob wir hier die Straße noch ein bisschen frisieren. Ich würde sagen, ja. Eine 80er machen wir draus. Würde ich vorschlagen. Überland, da haben wir hier die 80. Das kostet. Ja, 50.000. Machen wir. Also es kostet natürlich mehr, ist mir klar. Ich wollte wissen, was der Abschnitt kostet. So. Weil jetzt können wir nämlich Busse nehmen, die 80 km/h fahren. Und die können auch wirklich die 80 km/h fahren. Wir brauchen 80, da haben wir es doch schon. NAW, 200.000. Wir machen mal zwei Stück. Das kann gut sein, dass die Minus machen. Es würde mich wundern, wenn die Plus machen. Oder sollen wir was Kleineres nehmen, wenn sie ja eh, also vielleicht nicht gerade kutschen, aber... Ja gut, dann haben wir aber die Straße natürlich umsonst ausgebaut. Weil wenn wir einen Bus nehmen, der jetzt 50 km/h macht, ui, der macht 105 hier. 86. Kapazität 9. Beim gleichen Preis. Hier hätten wir immerhin 14 Kapazität. Was hätten wir denn bei dem, den ich vorher wollte, an Kapazität gehabt? Jetzt weiß ich nicht mehr, welcher das war. Doch der hier. Auch 9. Wir nehmen mal den. Das war meine erste Idee. Wir nehmen den in Blau und machen zwei Stück. So, zack. Nein, nicht Kohle. Nein, habe ich die Linie noch gar nicht gemacht. Nein, alles zurück. Moment, stopp. Ich habe die Linie noch nicht gemacht. Aber das ist kein Ding, das kriegen wir gleich gewuppt. Wo wollten wir hin? Nach da hinten. Zack, das ist der Überlandbus. Überlandbus. Ja, sollen wir da jetzt noch die Städte hinschreiben? Das macht eigentlich keinen Sinn, weil die stehen hier im Fahrplan. Wobei, das stimmt nicht mal. Die stehen in dem Sinn ja nicht im Fahrplan. Das sind ja die Straßen. Machen wir das so, Mücke, nach Schillingstedt. Schreibt man das so? Ich glaube ja. Mit zwei Ö. Nicht Schioling. Nein, und auch nicht. Oh Gott. Moment, jetzt hier. Gut, passt. Haben wir. So, jetzt müssen wir aber die hier nochmal kurz sozusagen umbuchen. Moment. Fahrzeug verwalten. Hä? Warum kommen dann die hier? Kohle, LKW, Mücke. Ach so, weil ich sie auf der falschen Linie habe. Ja, ist klar. So, die brauchen wir neu. Überlandbus. So, lass nur laufen. Jetzt stimmt das Ganze auch.
Jetzt bin ich gespannt, ob sich das rechnet. Ich glaube, irgendwann ja. Die Frage ist, wann. Weil im Moment, zu Beginn, nein. Ich drehe dich mal. Ihr müsst nicht hintereinander herdackeln. Jetzt hätte man natürlich auch die einen Busse wieder hier kaufen können. Die anderen im Städtchen da oben. Aber dort haben wir schon kein Depot. Also von daher würde ich das so lassen. Und jetzt eben Thema Baumaterial. Ich möchte mir das jetzt doch ansehen. Weil wir, wenn wir die Stadt jetzt hier größer machen wollen, dass wir einen Flughafen hinstellen können, dann müssen wir denen was liefern. Wo haben wir denn Baumaterial? Irgendwo haben wir doch Baumaterialproduktion. Da oben. Hier. Das wäre Baumaterial. Und man sieht, hier liegt auch ordentlich was rum. Hier haben wir schon ausgebaut. Ich glaube, hier müssen wir nochmal ausbauen. Zack, hier gleich auch noch. Okay, und dann muss das Baumaterial weg. Das ist eigentlich ideal. Jetzt müssen wir halt gucken. Nach Mücke ist es dann doch ein paar Meter. Man sieht eine Zuglinie nach Mücke hier oben. Und auf dem Rückweg, das wäre jetzt natürlich eine Idee, dass wir irgendwas mal auf dem Rückweg noch mitnehmen. Guck mal, Stahlproduktion hätten wir hier auch relativ easy. Zumindest von der Kohle her. Ach, da sind wir eh schon dran. Okay, da sind wir eh schon dran. Erz haben wir hier noch nicht. Müsste man mal noch hier runter schaffen. Damit das hier wirklich anläuft. Ja, irgendwas zurückbringen. Nach da unten oder hier in die Stadt rein. Nahrung, Maschinen. Hier hätten wir Steine, das haben wir aber auch schon angeleiert. Ja, ich würde sagen, wir bauen mal die Strecke. Oder soll ich mir das jetzt vielleicht doch zuerst überlegen? Hier hätten wir Erz. Das muss aber da rauf. Und da ist hier der Zug dann mit Baumaterial schon beladen. Oder wir fahren hier dran vorbei und nehmen hier noch ein bisschen Erz mit für da oben. Wäre natürlich auch eine Idee. Und die LKWs bringen dann die Sachen hier hin. Dann hätten wir den Bahnhof hier. Das würde ich glaube mal testen. Das wäre dann ein Güterzug, der einerseits Baumaterial transportiert und andererseits Erz. Und das Gute ist, wir leihen dann hier die Stahlproduktion da oben nochmal ein bisschen an. Den Stahl können wir zum Beispiel hier hinten gebrauchen. Ja, das ist, glaube ich, das hat Zukunft. Würde heißen, wir bräuchten hier einen Bahnhof. Gebäude, Güterbahnhof. Ja, das kann ein Kopfbahnhof sein, würde ich sagen. So lang muss er allerdings dann doch nicht sein. Wir machen die 160 Meter. Und machen dich einmal gedreht. Hier daneben, würde ich sagen. Und zwar so. Mit einem Gleis? Ja, Moment, ja, würde ich meinen. Brauchen wir dann noch mehr Gleise? Weil da müsste ich ein bisschen Platz lassen. Oder wir machen dich hier hin. Dann muss ich keinen Platz machen. Dann können wir nämlich rechts im Prinzip dann noch weitere Gleise ansetzen, wenn wir das dann müssten. Gut, den hätten wir. Dann brauchen wir einen Bahnhof hier, um die Erz zu holen. Das darf dann allerdings natürlich kein Kopfbahnhof mehr sein. So, wären wir hier. Dann geht das hier rauf in Richtung Erzwerk und hier wird das Erz abgeladen. Und hier wird natürlich auch das Baumaterial abgeladen. Und das wird dann von hier mit dem LKW, hier haben wir schon LKW-Porter in die Stadt reingebracht. Also die Bahnhöfe hätten wir. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Thema Gleise. Wie sieht hier aus? Ja, geht rauf, geht runter. Geht sogar rauf. Guck mal, hier haben wir 11 Millionen Gewinn gemacht. Okay, kann ich noch was zurückzahlen? Ein bisschen schon. So, weil der Gleisbau sollte jetzt nicht so massiv teuer sein. Aber das ist nicht umsonst, was ich jetzt gesagt habe. Sollte. So, wo fangen wir an? Hier hinten. Fesche Kurve in die Richtung. Wir wollen nach da hinten. Ja, da müssen wir nicht direkt zum Berg hin. Sondern gerne am Berg vorbei. Wow, mitten durch den Wald durch. Schöne Strecke, Kerzen gerade. Gerne mit einem Zug, der ein bisschen Tempo hat. Eins runter. Ja, nee, dann haben wir einen Tunnel. Das heißt, wir bauen wieder in kleinen Schritten. Dafür haben wir hier dann eine Brücke. Oder eine riesen Aufschüttung. So ist besser. Jawohl, gefällt mir. Bauen. Da rein und dann sieht man, das klappt. Hier müssen sie noch mal ein bisschen graben. Ist aber okay. Und ihr seht, ich baue jetzt natürlich wieder eingleisig. Das werden wir entsprechend ändern. Wenn wir es denn müssen. Weil im Moment möchte ich mit einem Zug anfangen. Jetzt haben wir hier aber Gleise. Sonst haben wir keine Gleise, die in die Richtung führen. Nicht, dass wir irgendwo Gleise hätten und ich nutze die nicht. Das möchte ich dann schon verhindern. Nee, wir brauchen hier eine Brücke. Machen wir die. Machen wir die gleich mal über die Straße auch noch rüber und gucken, was sie kostet. So, einmal so. Nehmen wir mal die hier. Dann sind wir bei 350.000. Ich denke, das können wir bezahlen. Ist die günstiger? Ne, die kostet gleich viel. Die wäre günstiger, die bremst uns aber. Das ist klar, das ist eine 120er Brücke.
Die ist mir zu modern für Güterzüge. Oh, und die ist zu teuer. Die ist auch teurer. Ja, die sind alle teurer. Okay, das müssen wir lassen. Steinbrücke, auch teuer. Gut, dann würde ich sagen, ganz klar, wir nehmen... Nee, du warst es nicht. Wo ist denn jetzt? Da, die hier, 350.000. Gebankt. Ausrichtung ist okay. Nehmen wir. Und dann gehen wir hier in die Gleise rein. Und man sieht, da wollte gerade das Spiel sagen, können wir uns nicht leisten. Können wir uns aber leisten mit der Brücke. Eine halbe Million. Wir können den Test machen. Das kostet 800.000. Dann würde ich sagen, wir bleiben bei Kollege Brücke. Zack, gebankt. Ja, ein bisschen haben wir schon wieder verdient. So, hier massiv runter. 200.000 Ausrichtung. Okay, ein bisschen in die Richtung vielleicht noch das Ganze. So, da kommen wir unter die Erde. Das werden wir aber verhindern, wenn es irgendwie geht. Zum Beispiel so. Eine Grube. Gleich nochmal eine halbe Million. Ist klar. Einmal mehr. Wir müssen investieren, um an Geld zu kommen. Es hilft nichts. So. Wo ist der Bahnhof? Dort oben. Da können wir im Prinzip so rein, würde ich sagen. Ja, ich muss doch nochmal leihen. So, wir brauchen da auch noch einen Zug. Das heißt, da werden wir sowieso auch nochmal investieren müssen. Wo war der Bahnhof? Dort. So, da können wir hier rein. Und dann haben wir nämlich die Zuglinie gemacht. Das passt schon mal. Die LKW-Linie mache ich noch nicht. Dafür würde ich noch, oder darauf würde ich noch ein Momentchen verzichten. Ganz einfach, weil wir erst hier die Züge mal fahren lassen müssen. Wir brauchen eine Linie. Das wäre von diesem Bahnhof. Hierhin. Hier die Erze mitnehmen. Jetzt. Und hier das Ganze abladen. Und auf dem Rückweg haben wir jetzt noch nichts. Das möchte ich mir noch mal kurz überlegen. Aber das ist jetzt primär im Moment. Baumaterial. Material. Plus Erz. Für die... Machen wir Region Mücke draus. Hat doch auch was. Region Mücke. Gut, also irgendwas mitnehmen. Was könnten wir denn mitnehmen? Kohle. Bringt uns aber herzlich wenig. Hier hätten wir noch einen Wald. Ja, hier ist halt in dem Sinne tatsächlich nichts. Man könnte höchstens die Gleise halt natürlich noch nutzen, dass man von Mücke dann relativ einfach hier zum Beispiel nach Großmühlingen kommt, wenn man hier noch einen Abzweig macht. Das wäre eine Möglichkeit. Oder vielleicht seht ihr was, aber ich sehe hier tatsächlich nicht, was man hier groß noch machen könnte. Dass wir auf dem Rückweg noch irgendwie was mitnehmen würden. Das wird nicht funktionieren. So, und jetzt werden wir aber doch, bevor wir den Zug kaufen, hier nochmal zurückgehen und die LKWs machen. Denn die Überlegung ist relativ easy, beziehungsweise dahingehend, dass wir wahrscheinlich kein Baumaterial bekommen, wenn wir hier die LKWs nicht haben. Weil die hier... Ja, was sollen die mit Baumaterial anfangen? Das wird also nicht funktionieren. Das heißt, wir haben keinen Abnehmer. Gut, dann machen wir das. Das hier ist eine... Ist das eine Bushaltestelle? Das ist tatsächlich eine Bushaltestelle. Genau, die haben wir gerade gesetzt. Das ist der Überlandbus. Was wir brauchen, ist so ein Gebäude hier. Und da müssen wir schnell gucken, wo muss denn das Baumaterial hin? Moment, hier war's. Hier vorne hin. Das würde für mich heißen, das liefern wir einfach mal hier ab. Zack. Sehr gut, neue Linie. Weil hier unten haben wir schon LKW-Port. Von hier dahin. Sehr gut. Und das ist dann Baumaterial. Oder erstmal die Stadt. Mücke. Ne, wir haben glaube ich zuerst immer was wir liefern. Baumaterial. Mücke. Würde passen. Machen wir mal ein, zwei LKWs. Viel mehr brauchen wir im Moment noch nicht. Hier haben wir ein Depot. LKWs, die Baumaterial befördern. Das müssen keine Riesen sein. Irgendwie sowas in der Richtung. Da haben wir Kapazität 13. Ich würde sagen, das würde schon mal reichen. Ein Stück. Baumaterial. So, dann haben wir es angeleiert. Das heißt, wir haben hier einen Bedarf nach Baumaterial. Ja, dann kommen wir zum Zug. Ja, was Schnelles hätte ich gern. Mal gucken, ob wir was Schnelles kriegen. Wir haben hier weit und breit kein Zugdepot. Das heißt, wir werden uns hier tatsächlich nochmal ein Zugdepot gönnen. Mal schauen. Wieder was eher günstiges natürlich. Wir werden jetzt hier nicht irgendwas kaufen, einfach damit wir es haben. Dieses kleine hier. 19. 22. 21. Das wäre am günstigsten hier, aber das ist mir dann doch zu günstig. Ich möchte nicht immer die gleichen Depots haben. Ich möchte irgendwie so einen Teil haben. Wenn wir das hier in den Wald reinsetzen, ist es schon mal schön. Gleis dazu.
hier rein und schon passt das Ganze. Ja, also das werden wir uns jetzt hier noch gönnen, dass wir das anschließen. Das reicht so. Okay, beziehungsweise passt so. Ja, zukaufen. Ich würde sagen, wir machen mal Escape und speichern den ganzen Spaß. Damit wir hier nicht irgendwie Ärger kriegen. Sozusagen, wenn wir einen Zug kaufen. Welches Depot ist jetzt nicht so wichtig? Aber jetzt die Lokomotive. Wir haben 11 Millionen. Wir werden uns nochmal Geld leihen. Weil ich möchte jetzt irgendwas haben, was auch wirklich ein paar Wagen ziehen kann. Weil wir wirklich Erze und Baumaterial transportieren. Allerdings 21 Millionen ist mir dann doch irgendwie wieder zu teuer. 7 Millionen, 130 km/h mit 2000 Kilowatt. Oh, kommt da gerade noch was? Ja, Baureihe 101. Wir können uns die Teile halt nicht leisten. Wäre denn etwas Amerikanisches günstiger? Das wären dann halt sowieso wieder die Diesel. Nee, nicht unbedingt. Da, man sieht, die kosten auch gleich 12 bis 16. 10 Millionen bei 120. Hier haben wir dann die Ludmilla. Da haben wir verschiedene Ludmillen, sozusagen. 140 würde aber passen. Und 6 Millionen ist eigentlich nicht so viel. Aber dann haben wir immer die gleichen Lokomotiven. Weil wir einfach halt, wenn wir wirtschaftlich überlegen, natürlich dazu neigen, immer die gleichen zu nehmen. Es geht gar nicht anders. Das ist aber nicht anders machbar. Aber sollen wir uns für die Linie vielleicht doch mal was gönnen? Ich guck mal nochmal. Aber nicht irgendwas haben, was wir bezahlen können. 24 Millionen, na Halleluja. 6 Millionen, das ist natürlich eine Rangierlok im Prinzip. Die würde 120 machen, ist mir zu langsam. Haben wir denn... Ich muss doch zuerst bei den Wagen gucken. Wir müssen Erz transportieren. Da haben wir wahrscheinlich wieder keine Wagen, die irgendwie 160 zulassen. Sehe ich das richtig? Also, was wir auch noch transportieren, ganz klar, Baumaterial. Doch, die hier. Aber, guck mal hier, 3,8 Millionen. Wow. Die würden Baumaterial transportieren und was hatten wir gar nochmal? Erz. Nee, doch nicht. Hihi, die funktioniert nicht. Ja, funktioniert tatsächlich nicht. Wir brauchen zwei verschiedene Wagen. Ja, da waren wir halt 120er. Es hilft ja nichts. Da müssen wir aber natürlich bei der Lok auch nicht jemanden haben, der 300 km/h aufs Parkett legt. 100 ist mir zu wenig. 11 Millionen. Hat man jetzt hier nicht irgendwo noch was Günstigeres gefunden? Ach, er hier, genau, mit 120. Ja, ich nehme die Lok hier, die ÖBB. Zack, hinzufügen, Dankeschön. Cargo, der müsste ja eigentlich auch ein bisschen was ziehen können, müsste man meinen. Jetzt brauchen wir halt Wagen, die 120 machen können. Nein, doch Erze könnten wir hier, 120 würde passen. Machen wir 4. Und dann das Baumaterial müsste noch gezogen werden. Von denen hier. Ja, da haben wir Baumaterial. Sehr gut. Machen wir 1, 2, 3. Mittelmäßig. Würde passen. Kostet uns 14 Millionen. Das würde sogar reichen. Zack. Zuweisen. Zack. So, bevor wir wieder kein Geld mehr haben. Sauber. Wir haben einen neuen Zug. Da werden wir jetzt gleich einsteigen und natürlich mitfahren. Da bin ich gespannt, wie lange das geht. Bis der sich rechnet. Aber im Moment genießen wir einfach mal, dass wir ihn haben. Sehr schöner Güterzug, wie ich finde. Hier mit den verschiedenen Wagen natürlich noch. So gemischte Güterzüge eben hat man eigentlich viel zu wenig bei Transportfieber, zumindest wenn man wirtschaftlich spielt. Im Schönbau kann man das ja machen. Da kann man ranhängen, was man will. Aber hier halt nicht. So. Wir kriegen noch nichts, das sieht man. Aber Baumaterial haben wir ohne Ende. Ich hoffe halt, dass wir jetzt hier irgendwie ja von denen ein bisschen was abkriegen. 216 Einheiten, echt jetzt? Nochmal schnell gucken. Ja, ich werde hier Fahrzeuge verwalten. Nochmal kurz zuschlagen. Oder auch nicht. Ja, lassen wir es für den Moment. Ich hoffe, dass wir hier mit dem Zug denen ein bisschen die Sachen wegnehmen können. So, oder dass wir sie ein bisschen entlasten. Das klingt ein bisschen freundlicher. So. Ja, sehr schön. Gefällt mir. Das ist halt Güterverkehr. Ist halt sowieso. Jetzt fehlen im Prinzip nur die Kesselwagen. Aber das werden wir mit Sicherheit auch noch in der Kürze haben, dass wir irgendwo nochmal was mit Treibstoff machen. Sollen wir es mal so hier hinsetzen? Ich denke, das ist gar nicht schlecht. Weil die Strecke ist jetzt natürlich, wie soll ich sagen, nicht so ergiebig. Das geht jetzt hier einfach ewig geradeaus. Das wissen wir. Durch den Wald durch. Aber okay. Ist halt
natürlich trotzdem eine Zuglinie und wir fahren mit. Das ist auch klar. Die Wagen sind noch leer. Ich hoffe, das ändert sich. Wobei, jetzt laufen wir dann ja zuerst natürlich noch die Erzfirma an. Also das Erzbergwerk. Das ist eigentlich keine Firma. Ja, so kann man natürlich auch mal gucken. Weil eben, also wenn die Strecke halt nicht viel hergibt, dann neige ich schon dazu, dass wir dann eher den Zug betrachten. Da vorne ist noch ein Viech weg. Was ist das, ein Pferd? Ne, ein Hirsch. Der hat jetzt aber Glück gehabt, Kollege Hirsch. Das war knapp. Haben wir die 120? Nein. Wir haben natürlich auch nur den Status mittelmäßig. Das heißt, dass er ein bisschen mehr Mühe hat. Und die Wagen sind noch leer. Na, Halleluja. Sonst werden wir hier halt noch eine zweite Lok dazu tun. Dann können wir nämlich auch noch ein bisschen bei den Wagen was machen. Dass wir noch ein paar weitere Wagen installieren. Ja, eine weite Fahrt. Das wussten wir. Das geht hier nur schon ewig, bis man mal beim Erzbergwerk ist. So wie es aussieht. Die 120 haben wir jetzt aber. Geht auch abwärts. Ist ein bisschen geschummelt. Ich muss nochmal sagen, es ist krass, wie ich diese Strecken jeweils unterschätze. Oh, da liegt aber schon Erz rum. Sehr gut. Also dahingehend unterschätze, wie lang die sind. Ich dachte jetzt, die Strecke wirklich hier zum Erzbahnhof, also zum Erzbergwerk, die ist eigentlich relativ kurz, aber denkste, die ist eben doch schon relativ lang. So, nimm mit, was du kriegst. Vielleicht kriegen wir sogar die Wagen voll. Ja, das sieht gut aus. Okay, das heißt nichts anderes, wie dass wir hier relativ schnell weitere Wagen ranhängen können. Dafür brauchen wir aber dann tatsächlich wahrscheinlich eine zweite Lokomotive. Aber da machen wir einfach eine Doppeltraktion draus. Und dann können wir das länger gestalten. Dann müssen wir irgendwann natürlich auch gucken, dass wir doch längere Bahnhöfe haben. Das ist natürlich dann auch nötig, weil sonst wird das dann auch schwierig mit längeren Zügen. So, wir setzen uns hier mal ins Erz rein. Cool. Ich hatte mal... Da fällt mir echt ein, das gibt's doch nicht. Daran habe ich schon lange nicht mehr gedacht. Ich hatte als Wagen wirklich mal so einen Erzwagen bei der Modelleisenbahn. Und da war hinten auch Erz drauf, aber halt in so einer Plastikform. Das war natürlich Plastik und kein richtiges Erz, aber das sah extrem genau so aus, dieses Plastik. Ist ja cool, sowas fällt einem dann, keine Ahnung, 40 Jahre später wieder ein, wenn man Transportfieber spielt. So, ab über die Brücke. Ja, das war schon cool. Das war einer meiner Lieblingswagen. Das weiß ich noch. Weil der halt wirklich Plastik hinten drauf hatte und das wie Erz aussah. Hallo Personenzug. Schöne Grüße. Ich hoffe, der ist gut beladen. Ich nehme es mal stark an. Jetzt haben wir über die Brücke doch nur 80 km/h gehabt. Das liegt aber, glaube ich, nicht an der Brücke. Das müssen wir vielleicht mal nochmal betrachten. Haben wir hier irgendwie vielleicht ein bisschen was verdattelt in Sachen Tempo? Ich glaube nicht, aber mal gucken. So, wenn ich mich jetzt nicht täusche, dann geht es eben jetzt ewig lange geradeaus. Also in Spielzeit sind wir hier wahrscheinlich etwa 3 Jahre unterwegs mit dem Zug. In eine Richtung und wieder 3 Jahre zurück. Das heißt, wenn wir hinten wieder ankommen bei der Baumaterialfirma, dann müssten sich dort eigentlich die Baumaterialien stapeln, weil da die Sachen schon seit 2-3 Jahren rumliegen. Ja, wir werden sehen, ob die Theorie dann auch tatsächlich funktioniert. So, nochmal ein bisschen Kamerawechsel. So, auch nicht schlecht. Auch wieder beim Erz hinten drauf. Wir nehmen eh gerade wieder Tempo auf. Ja, viel schneller geht halt nicht. Irgendwann werden wir, ich weiß, dass es Erzwagen gibt, die 160 km/h machen können. Aber ich weiß nicht, ob ich die tatsächlich aktiviert habe. Da müsste man dann erst nochmal gucken, ob ich bei den Mods wirklich alles aktiviert habe, was wir brauchen. Und dann werden wir das natürlich auch wieder umstellen. Weil das macht schon was aus. Also 40 km/h schneller als jetzt. Vor allem so eine Lokomotive, die kann dann auch mehr Wagen ziehen. Ist mir aber auch klar, dass sie wahrscheinlich dann etwa das 5-fache kostet von der Lokomotive, die wir jetzt haben. Das ist halt. Aber das sind dann halt Investitionen, die wir machen müssen. Das ist eigentlich auch eine coole Cam. Aha, wir sind angekommen. Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt, was wir dafür an Geld kriegen. Das müsste sich eigentlich tatsächlich schon rechnen bei den vielen Erzen, die wir hier haben. Warum sehe ich es nicht? Ah, ich gehe raus. Jetzt sieht man es. 325.000. Wahrscheinlich haben wir sogar ein bisschen mehr gekriegt. Ja, sehr nett. Okay, abliefern. Dann können die nämlich Stahl produzieren.
Stahl könnten wir natürlich hier zurückbringen. Brauchen wir denn hier irgendwo unterwegs Stahl? Hier vorne. Ja, jetzt aber. Okay, guck mal. Da brauchen wir halt nochmal weitere Wagen. Das ist ein bisschen das Problem. Und die Lok, die hat jetzt schon Probleme mit den ganzen Wagen, die dranhängen. Ich guck mal noch ganz schnell, ob wir irgendwie hier Baumaterial kriegen. Jawohl. 14 Einheiten. Ja, auf die Idee muss man erstmal kommen. Nein, eigentlich war es ja naheliegend. Wenn wir ja hier schon Stahl produzieren, der kommt mit nach hier vorne und wird dahin gebracht. Dann noch Holz dazu, dann haben wir Maschinen. Hm, ja, aber eben. Sollen wir hier einen Monsterzug draus machen? Ich zahle mal nochmal ein bisschen was zurück. Nein, nicht leihen. Oh Gott, er leiht es sich. Nochmal 10 Millionen. So, jetzt. Dann sind wir bei 69 Millionen. Das ist immer noch ordentlich, definitiv. Ja, aber ich denke, das ist tatsächlich eine Idee. Oder machen wir das mit einem separaten Zug? Der kostet uns natürlich auch wieder Geld. Das ist wieder eine Lokomotive. Das sind wieder Wagen, die wir kaufen müssen. Dann könnten wir auch hier im Prinzip in eine teurere Lokomotive investieren und nochmal ein paar Wagen dazuhängen. Und hier dann halt beim Stahl vorbeigucken. Das müssen wir eigentlich, weil sonst haben wir hier eine Leerfahrt zurück. Mit dem Stahl hätten wir das bezahlt. Ja, ich würde sagen, das gehen wir an. Das, liebe Freunde, machen wir dann aber morgen. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, ja, wir sehen uns morgen wieder. Dann wird der Zug hier auch noch Stahl befördern. Danke fürs Zusehen. Bis auf die Mal. Tschüss.